Zeit für eine geile Show, denn heute darf ich euch richtig, richtig mitnehmen in die Premiere. Und zwar in die Premiere. Was haben wir denn hier Schönes? Schaut mal her, unsere Skulpturen, unsere Statuen. Und zwar geht es um das Erwachen der Menschheit. Ein ganz, ganz spannendes Thema und ihr seht schon hier, wunderschön aus Marmor, gezaubert für euch alle von einer ganz, ganz großen Künstlerin. Live aus New York. Und wie heißt denn unsere Künstlerin? Das ist der Wendy Nator. Aber hier haben wir jetzt erstmal natürlich unsere Premiere zum Anschauen. Und gleich gibt mal einen richtigen Applaus für unsere Kunden, die hier extra angereist sind. Lass mal was hören. Wen haben wir denn da? Das ist, Gräfin Bärbel aus Holland. Und die Frau ist noch Single, by the way. Ah, Presse. Der ist bestimmt verheiratet. Schau dich um, schau dir mal unsere Schätze an, wie schön das ist. Die würden doch richtig gut in deinem Wohnzimmer aussehen, oder? Also, Alexander der Große. Dich mal richtig. Ja, grüß dich. Hallöchen, Hallöchen, Carla Kolumna. Wunderbar. Unsere. Sehr gut. Ja, hallo. Guck mal da, was ist das? Wie sehen die aus? Guck mal, die fettigen Haare. Schau mal, was wir hier richtig schön haben. Die kommt doch eh nicht rein, oder? Was richtig tolle Skulpturen. Und ich weiß, du hast so ein richtig geiles Strandhaus. Und diese zwei, die sind noch richtig exklusiv. Die hat noch keiner auf dem Schirm. Gerade mal 3,5 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Weil der Wendy Nator, der ist jetzt schon am Sternenhimmel und die wird noch so durch die Decke gehen. Wäre das was für dich? Entschuldigung, ich glaube, Sie haben sich verlaufen. Ich denke auch, oder? Superklasse. Gute Entscheidung. Ich sag dem Team Bescheid. Die nehmen das mit. Ja, und jetzt grüßt dich der Crypto King hier auf jeden Fall. Schön, dich zu sehen. Schau mal rum, was wir hier alles haben. Guck dir das mal richtig an. Und spür mal rein, ob es dir gefällt. Self. Gibt es hier ein Problem, Gentlemen? Ja, die Frau, die möchte rein, aber. Ja. Nee. Okay, hey, Gentlemen, geht mal auf die Seite. Wisst ihr überhaupt, wer das ist? Also, guck mal, wie die aussieht. Ich denke mal nicht, dass die sich das leisten kann. Ja. Schmeiß die raus. Das ist die. Das ist mein Job. Warte. Das ist eine krasse Vorannahme. Ach, was für Vorannahme. Jetzt erstmal ruhig, Gentlemen. Er geht mal auf die Seite, denn das ist unser Künstler, unser Star. Was? Nur wegen ihr gibt es diese Premiere. Das ist der Wendy Nator. Wir sind hier, das ist okay, Jungs, das ist okay. Ich habe früher auch Vornamen. Es tut uns leid. Haben wir schon was verkauft? Was ist denn das für eine Frage? Hast du schon was verkauft? Eine Statue für 3,5 Millionen. Zwei für dich, 1,5 für mich, wie wir es abgemacht. Keine Ahnung, wie das sieht aus. Sehr gut. Total angezogen, also brutal. Jetzt, schau dir mal an. Ich hätte niemals gedacht, guck mal, wie die aussehen. Wie auf deine Kunst reagieren, wie schön das ist. Sieht nicht so aus. Wie es denen gefällt. Wer ist das? Das ist der Wendy Nator. Das ist der Grund, warum ihr alle hier seid. Gibt's ja gar nicht. Doch. Ich meinte, verarscht. Also bitte ein bisschen mehr Respekt. Wir gucken uns mal deine Kunst an und lassen uns noch von Carla Kolumna ablichten. Die Titelseite natürlich. Das hätte ich nie gedacht, dass sie das ist. Guck mal, wie sie aussieht. Ich bin ja total perplex, echt. Hätte ich gar nicht gedacht. Guck dir doch die an. Hast du mit dem Banker gesprochen? Haben wir die Investition auch gemacht? Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, wir sollten uns entschuldigen gehen, ne? Wendy Nator, es tut mir aufrichtig leid, dass ich die Vorhaben hatte. Dass wir dachten, du siehst so aus, aber. Also, Klamotten sagen nichts aus. Definitiv. Klamotten und die Frisur. Tut uns leid. Chef, habe ich den Job noch?
Don't judge a book by a cover, aber du hast noch eine Chance. Ja, Mann, ja, Mann. Danke schön. Danke, danke. Ey, ab durch die Decke, der feiert hinterher. Ey, yo, was geht? Der feiert hinterher. Ey, yo, was geht?